moin moin liebe Messerfreunde, da ist er mal wieder. Und diesmal gleich mit zwei Messern. Und zwar dem Benchmade Reptilian und dem Mr. Blade Ottawa. Wie ihr wisst, das Mr. Blade Ottawa habe ich über ein Jahr als EDC tagtäglich benutzt und es hat mir super Dienste geleistet. Und dann kam das Benchmade Reptilian und hat dieses hier eine Zeit lang abgelöst. Ja, warum denn nur eine Zeit lang? Das erfahrt ihr jetzt, wenn ihr fleißig dran bleibt. Das Wetter wird besser, mir kribbelt schon wieder in den Finger. Ich muss raus, ich muss Videos machen. Es kommt noch ein bisschen was. Ich wollte ja noch mal ein paar Rucksäcke zeigen, die ich so habe und Taschen und so weiter. Und das werde ich auch machen. Ja, aber jetzt kommen wir gleich mal zum Vergleich zwischen einem 150 Euro teuren Messer, ich glaube so in dem Dreh liegt das, und einem 28 Euro teuren Messer, was mich jetzt jeweils sehr lange begleitet hat. Und ich sage euch mal die Vor- und die Nachteile, wie ich sie empfinde. Also dranbleiben, geht los. So, Perspektivenwechsel und ja, das sind die beiden. So, wie ihr schon mal sehen könnt, von der Größe her unterscheiden die sich nicht besonders. Ich habe jetzt nicht genau die technischen Daten, wie lang jetzt jeder Griff und Klinge ist und so weiter. Aber so im Grunde sind sie relativ gleich. Auch von der Klingenlänge her. Na, kriegen wir es hin mit einer Hand. So. Na, kommen die sich so ziemlich ähnlich. Ja. So, ich habe ja, wie ihr wisst, dieses Messer hier über ein Jahr. Also mein erstes Video über dieses Messer ist 2 Jahre alt. Und seitdem hatte ich das eigentlich immer benutzt. Ich habe das als EDC genommen. Der Liner steht noch klasse. Die Klinge hat null Spiel. Gar nichts. Also wirklich weder auf und ab noch rechts und links. Und ja, wie gesagt, wie man sieht, das Ding klack, flippt auf. Das ist schon ziemlich geil. Ja, den Wellenschliff habe ich ein bisschen rausgeschliffen. Und der 8C13 MOV, der hält die Schärfe relativ gut. Natürlich nicht wie ein D2 oder wie hier beim 154 cm. Da sieht man es. Aber dafür lässt es sich ganz schnell wieder auf Schärfe bringen. Und der Hohlschliff, also das Ding, das beißt in jedes Material so heftig rein. Es ist echt klasse. Die Spitze, da kriegst du jeden Brief mit auf, da kriegst du, kannst du überall mit reinpieksen, bei Kartons öffnen und so weiter. Das ist echt schon sehr geil. Beim Benchmade Reptilian ist es hier ein Flachschliff. Und wie ich schon gesagt habe, 154 cm Stahl. Hält die Schärfe etwas länger, obwohl ich sagen muss, so viel länger hält er die auch nicht. Und das Ding wird lange nicht so scharf wie das hier. Es ist echt irre. Ja, natürlich Access Lock macht die Spielerei natürlich richtig Laune. Natürlich auch null Klingenspiel. Und wie ich schon sagte, um die 150 Euro kostet dieses Modell. Das habe ich mal getauscht mit Schnorris. Der Clip hat schon ein bisschen gelitten. Das ist der Nachteil bei den Benchmade Clips, die schwarz sind, die werden ruckzuck blank. Das ist bei diesem hier, Moment, komischerweise nicht der Fall. Der ist, glaube ich, auch nicht lackiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das brüniert ist oder so. Jedenfalls ist das hier nicht der Fall, dass der blank wird. Und wie gesagt, ich habe das Ding schon lange im Einsatz. Auch die Beschichtung hier, die hält bombig. Also für ein 28-Euro-Messer hätte ich nie gedacht. Hier ist ein bisschen was abgeschrabbelt. Aber wie gesagt, ich nutze das oder ich habe das mehr als ein Jahr jeden Tag in Benutzung. So, und beim Benchmade hält die Klingenbeschichtung auch. Habe ich auch sehr lange und täglich im Einsatz gehabt. So, nun kommen wir mal zu dem Thema, warum gehabt. Ich bin wieder zu dem zurück. Mir liegt das Messer einfach besser an der Hand. Es fühlt sich, obwohl es so billig ist, nicht so billig an wie das Griptilian. Der G10-Griff, weiß ich nicht, die Stabilität, die es rüberbringt und vor allen Dingen diese Griffigkeit und ja, wenn man das hört, wenn man das anfasst, das ist einfach fest, das ist klasse. Wenn ich das beim Benchmade mache, das klingt schon, also wirklich, ich finde diese Nylon-Griffe, die klingen wie so aus dem Kaugummi-Automaten. Das ist scharfkantig hier drin und ich weiß nicht, ob man das hört, es klingt einfach billig. Ja, im Gegensatz hierzu, das ist einfach fest.
Das klingt nicht so komisch. Ich mag G10 einfach mehr als dieses Nylon-Gedrösel. Natürlich, das geht nicht kaputt. Aber es fühlt sich einfach nicht so hochwertig an. Obwohl das Messer so teuer ist. Vorteil beim Benchmade ist natürlich erstmal natürlich das Access Lock. Ne, da braucht man keine Worte drüber verlieren. Das ist einfach klasse. Der Clip ist beidseitig umsetzbar. Und was ich sehr gerne mag, Tip Up. Und bei dem kleinen Kameraden hier, bei dem Mr. Blade Ottawa, ist der Clip leider nicht umsetzbar. Und er ist nur Tip Down. Damit ist das Lanyard Hole also quasi, ja, überflüssig. Ja, und ich liebe nun mal Messer mit Clips. Und das ist der einzige Nachteil an diesem Messer, der mich, seitdem ich es habe, mich stört. Der Clip ist klasse. Also wie gesagt, der hält noch super. Ja, beim Benchmade auch. Ist kein Problem. Aber es ist halt nur Tip-Down. Was ich auch sehr gut finde, Tanto-Klinge. Ich mag halt Tanto-Klingen. Mal gucken, dass es im Fokus bleibt. Ich mag halt die Tanto-Klingen und finde das auch nicht als Nachteil. Gerade so beim Pakete öffnen ist so ein Tanto ziemlich cool. Oder Briefumschläge oder sowas aufmachen, ist auch geil. Wenn man irgendwo reinpieksen muss, auf jeden Fall. Ja, mich würde mal ganz gern eure Meinung interessieren, was ihr so bevorzugt. Man, klar, ich habe immer so im Hintergrund, oh, ich habe so ein eigentlich ein geiles, teures Messer und ich nutze ein 28-Euro-Messer. Wobei, ich muss sagen, ich habe ja für das Messer nicht mal 28 Euro bezahlt. Ich habe ja noch einen Gutscheincode gehabt vom Stefan damals und habe, glaube ich, knapp in eine 25 Euro dafür dann nur noch bezahlt. Ja, wenn man sich das mal überlegt, ne? Ja, was ist so eure Meinung? Ich drehe noch mal ein bisschen nach oben. Zack, kommt noch mal um die Ecke. Ja, was soll ich sagen? Es sind beides geile Messer. Aber nur weil ein Messer jetzt teuer ist, weil Benchmade draufsteht, weil der es einen besseren Stahl hat, fühle ich mich nicht dazu gezwungen, es dem günstigeren mit dem etwas schlechteren Stahl vorzuziehen. Weil ich liebe dieses Messer. Es ist einfach geil. Und ich kann immer nur wieder sagen, wer Tanto mag und nicht so viel Kohle ausgeben will, aber trotzdem super klasse Messer haben will, holt sich das Mr. Blade Ottawa. Es gibt dieses Messer auch noch ohne Serrations und es gibt noch eins, das heißt, glaube ich, Richard. Das ist auch ein Tanto-Klingenmesser, also mit einer Tanto-Klinge, allerdings nicht in schwarz, sondern blank. Und der Black Forest Ghost, der hat mal darüber ein Video gemacht und hat auch gezeigt, was das Ding ab kann. Und das ist bei diesem hier nicht anders. Also es ist wirklich ein tolles Messer. Und ja, was soll ich sagen, ich ziehe es dem Benchmade vor. Das wandert wieder in meine Tasche. Und das hier wandert erstmal wieder in eine Vitrine, Schublade, Karton, wo ich es auch immer lasse. Ja, das war jetzt wieder mein erstes Video seit einem halben Jahr. Dampfen tue ich immer noch. Wie fandet ihr es? Stelle ich mich da wieder ein bisschen doof an. Fehlen mir wieder öfter die Worte, aber das kennt ihr ja von mir. Ich bin ja halt so. Ich finde auch mal wieder kein Ende. Aber heute ist so ein schöner Tag. Meine Twins haben heute Geburtstag. Die sind 16 geworden. Und wegen der Corona-Krise, die können natürlich nicht feiern, können nichts machen. Ist natürlich doof. Ja. Ich habe übrigens am Sonntag Geburtstag, falls das wen interessiert. Da werde ich 47. Ja, so alt bin ich schon. Ja. Auf jeden Fall wieder Bock, Videos zu machen. Und komm, bevor ich es immer mehr in die Länge ziehe, sage ich ciao, mach's gut, euer Sony.